Hallo Jannis. Hi. Oder sollen wir lieber Uwe sagen? Nee, lieber Jannis, das passt. Das ist der Name von meinem Großvater. Nennt dich jemand Jannis Uwe? Oder ist das nur so mitgekommen? Das wissen eigentlich so die wenigsten. Von daher kann ich da gar nicht groß was zu sagen. Manche wissen den Namen, aber viele auch nicht. Wie schön, jetzt wissen es alle. Ja, auch gut. Ich habe gehört, ihr wart letztens Padel-Tennis spielen. Wie lief es denn da so? Ich muss sagen, ich hatte ein ganz, ganz gutes Team mit Sören und Nadim. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten am Anfang große Probleme, haben die ersten 3 Spiele verloren und dann haben wir uns gut gefangen und das Ruder rumgerissen. Ja, in dem Reel sieht man ja, dass ihr da noch 0 Punkte hattet. An wem lagst du am Anfang? Dir, Nadim oder Sören? Ich muss sagen, wir waren einfach noch nicht eingespielt. Wir haben so ein bisschen gebraucht, um auf Temperatur zu kommen und dann waren wir aber voll da. Haben gute Teams geschlagen, war top. Wer ist denn so das größte Paddle-Talent in unserem Team? Ich muss sagen, unser Trainerteam ist schon sehr gut. Unsere Dänen, die können das schon richtig gut, die spielen auch regelmäßig. Und sonst von den Spielern her haben mich schon ein paar auch überrascht, so Titi oder auch Eamon, die waren schon richtig gut. Ja, Eamon hat es ja auch in die Kamera gesagt, dass er den Trainer geschlagen hat. Ja. Du bist ja jetzt schon länger bei den Profis dabei. Was machst du denn eigentlich genau? Ja, ich bin Videoanalyst, das heißt, ich mache sehr vieles. Ich bereite vor allem die Spiele vor, gucke den Gegner, erstelle einen Matchplan mit dem Trainerteam zusammen und ja, probiere halt die Spieler irgendwie auch, so wie die anderen im Trainerteam, bestmöglich auf ein Spiel vorzubereiten. Und während des Spiels sitzt du ja immer neben uns dann auf der Medientribüne mit. Was ist da dann so deine Aufgabe? Ja, da ist es halt viel von oben, kann man halt vieles gut sehen. Was macht der Gegner? Macht er etwas Unerwartetes? Und da kann man dann schon nochmal viel Input an die Trainerbank geben. Ja, und in vielen Momenten halt auch mal das Spiel genießen, wenn wir ein paar Tore schießen, so wie jetzt letzte Woche Johnny. Genau, wir sehen dann immer, ihr seid dann verkabelt und mit der Bank unten verbunden, ne? Ja, genau so ist das. Also es ist halt viel Kommunikation, kann auch manchmal sehr hektisch sein und sehr laut sein, aber das gehört dazu. Was ist denn so der typische Weg eines Analysten? Also wie kommt man auf diesen Job und wie ist so dein Weg dahin gewesen? Oh, ich glaube, da gibt es gar keinen typischen Weg. Ich habe angefangen mit einem Bachelorstudium in Sportwissenschaft hier in Mainz. Habe dann hier ein Praktikum gemacht im NLZ und ja, habe dann so ein bisschen meinen Weg nach oben mir gearbeitet. War lange auch dann in der U19 bei Benny und ja, habe da viele Erfahrungen auch sammeln können. Gibt es da auch so richtig krasse Schwierigkeiten? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, keine Ahnung, beim FC Augsburg im Stadion ist, dass das WLAN nicht so perfekt ist oder sowas. Was heißt Schwierigkeiten? Zum Glück sind wir nicht auf WLAN angewiesen, aber ich sag mal so, die Technik, die muss schon immer laufen und wenn das mal nicht läuft, dann ist das schon auch mal sehr stressig, so kurz vor Anpfiff. Du hast ja schon unter einigen Cheftrainern gearbeitet, Benny Hofmann hast du gerade erwähnt. Gibt es da große Unterschiede, was die Trainer von dir fordern oder ist das eigentlich überall so ähnlich? Also es ist eigentlich überall ähnlich, aber gleichzeitig sind auch alle Trainer sehr verschieden. Das heißt, ja, man muss schon auch sehr variabel sein. Aber für mich persönlich macht das halt auch sehr viel Spaß, viele Trainerpersönlichkeiten kennenzulernen, mit denen zusammenzuarbeiten und auch ein Stück feiern, auch von denen irgendwie zu lernen. Dann letzte Frage zum Videoanalystenjob. Was war für dich denn geiler, die Bayern mit den Profis schlagen oder U19-Meister werden? Das war ja alles an einem Wochenende, also von daher war das ein sehr euphorisiertes Wochenende. Das werde ich auch, glaube ich, niemals vergessen. Und das war schon beides sehr, sehr besonders. Ich würde fast sagen, sogar die U19-Meisterschaft noch einen Ticken mehr, weil das einfach ein Jahr Arbeit war, die man da irgendwie reingesteckt hat und die sich dann ausgezahlt hat. Bevor du Analyst wurdest, hast du ja selbst auch mal gekickt. Ich habe folgendes Zitat gefunden. Die Hoffnung beim RSV Petersberg auf die Nachfolge von Vereinsikone Boris Aschenbrücker haben einen Namen. Jannis Eresmann. Ja, das ist... Ich weiß nicht, wo du das ausgegraben hast, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Da war ich noch relativ junger Spieler und in meinem Heimatverein war eine wirkliche Vereinslegende, die langsam so die Karriere beendet hat. Und ich habe dann noch 2 Jahre mit ihm zusammengespielt und das hat großen Spaß gemacht. Wir beide vorne im Sturm, Asche und ich, und das war schon eine gute Zeit. Gut, da werden wir mal ein bisschen schneller. RSV Petersberg oder TSG Bretzenheim? RSV Petersberg. RSV Petersberg oder Mainz 05? Mainz 05. Hessen oder Rheinland-Pfalz? Hessen. Hessen oder Rheinhessen? Hessen. Klassenerhalt am 33. Spieltag oder in der letzten Sekunde drinbleiben? In der letzten Sekunde drinbleiben. In der letzten Sekunde drinbleiben oder souveräner Klassenerhalt? Dieses Jahr souveräner Klassenerhalt.
Sieg gegen Bayern oder Sieg gegen Dortmund? Sieg gegen Bayern. Sieg gegen Bayern oder Sieg gegen Lautern? Sieg gegen Bayern. Spundekäse mit Brezel oder Handkäse mit Musik? Spundekäse mit Brezel. Spundekäse mit Brezel oder weg Wurst und Woi? Spundekäse mit Brezel. Tuchel oder Klopp? Klopp. Klopp oder Svensson? Svensson. Was verbindest du mit Boso? Das war eine sehr ereignisreiche Zeit. Also ich war bei ihm das erste Mal bei den Profis und da konnte ich sehr viel lernen. Und auch in dem Trainerteam mit Babak und auch mit Tijan hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Alles klar, Janis, vielen Dank. Sehr gerne. Weiterhin eine gute Zeit hier. Danke euch auch, danke.